Okay, Freunde, wir lassen das. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution mit mir, dem Unterschied-Nidox. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe eine kleine andere Kameraperspektive. Nämlich, ich habe eine neue Kamera, nämlich die Canon EOS 600D und eine tolle neue Belichtung. Wenn ich es nicht vergesse, hier ein Bild. Ja, und ich würde sagen, wir gehen genau dort rein, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Und ich würde sagen, ich starte den Spiel schon mal kurz. Bis gleich! So Leute, wir sind im Spielstand drin und wundert euch, by the way, nicht über meine Haare. Ich muss dringend zum Friseur. Ich war das letzte Mal im Dezember, glaube ich. Anfang Dezember, wenn die Friseure aufnahmen, gehe ich direkt wieder hin, weil ich meine, das ist doch, was ist das? Egal, Freunde, wir sind hier, direkt mal rausgetappt. Wir sind hier, wo wir es jetzt mal aufgehört haben und, ja, ist schon ein bisschen länger her. Was müssen wir machen? Finden Sie ein Fleischfresserfossil? Das sollte easy werden, dann nehme ich direkt mal mein gutes Ranger-Team und schicke es nach. Ah, wir waren hier noch gar nicht, aber hier sind keine Fleischfresser. Hier. Wir gehen zum Ceratosaurus. Yay. Eine Dinosaure Bewertung von 1,0. Naja, das müssen wir noch nicht machen. Und Beobachtungsgalerien. Stimmt, das war dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wo wir ein kleines Problem hatten. Wo war denn das? Genau, hier. Wir wollten das hier hinbauen. Ich versuche es einfach nochmal. Ich habe übrigens herausgefunden, dass man mit R die Sachen einfach drehen kann. Kann man? Doch nicht? Leute, never mind. Man kann die Sachen mit Y drehen, nicht mit R. Ich bin... Alter, ich bin so los. Machen wir es genau so. Und dann packen wir kurz einen Weg aus und... packen den halt so hin. Und so hin. Jawohl, jetzt ist das Ding verbunden damit und Galerie wird gebaut. Und ich hoffe, dann schließen wir das direkt ab. Ihr habt es in den Kommentaren gesagt, dass man einmal die Fossile, die man findet, die übrig bleiben, diese, so zum Beispiel, zum Beispiel das Silber und so, das kann man einfach verkaufen, das ist zu nichts anderem gut. Aber, was ihr auch gesagt habt, ich sollte lieber, kein Strom. Ach, kein Umspannwerk. Ah, ja, ja, ja. Dann nehme ich mal kurz ein Umspannwerk und packe es hier hin. Perfekt. Haben wir es jetzt geschafft? Dinosaurier-Sichtbarkeit. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht ja aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Habe ich das gerade nicht? Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Hä? Habe ich das jetzt nicht? Habe ich das? Gäste? Ach, sichtbar. Sichtbar Dinosaurier 0. Da muss ich ein paar hinlocken. Erstmal. Oh ja. Wie einige unserer Dinosaurier haben auch sie den Instinkt des Jägers. Und dann extrahiere ich die mal. Und hören nicht auf, bis sie es erreicht haben. Ein Tränenübergang. Eingehen Übertragung. Jawohl, Sicherheitsmission. Okay. Ja. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Ja, ich habe immer Interesse. Name Hammond Invisible, ein Edmontosaurus. Warte, ich schau mal kurz nach. Was ist ein Edmontosaurus? Habe ich den schon frei? Ja. Sie dabei zu haben. Okay. Vorstellen können, suchen die Tiere in dann brütst du mal aus. Ständig nach Schwächen in unserem Sicherheitssystem. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Okay. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Okay. Gut, ich habe jetzt mehr... Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Darf ich jetzt reden? Dankeschön. Also, ich habe jetzt so einen Edmontosaurus. Sie müssen für dich sehen. Aus Fossilien extrahieren, um einen Dino auszubrüten, schlüpfen zu lassen und unterzubringen. Das ist die erste Projektphase. Los!
Also, ich habe jetzt mal kurz einen Edmontosaurus hier reingeworfen. Okay. Halt doch einfach dein Maul! In einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten. Hab ich doch. Okay, ein ACU-Zentrum. Betriebsgebäude. Mach ich. Ja, ich mach's einfach hier hin. Genau, dann bauen wir jetzt hier ein. Die Leute mögen eine Show. Ist da gerade ein Dino reingelaufen? Da ist ein Dino reingelaufen. Doll. So. Okay, ich glaube, würde ich sagen, klatschen wir das Ding hier hin. Oh, ja, ich sehe schon. Wir haben keinen Strom. Erstmal einen Weg kurz. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen sie mehr Kraftwerke oder erhöhen sie die Produktion. Also einmal kurz den Dinosaurier freilassen. Oh, hallo. Dein neues Zuhause mal wieder. Aber die Invention kennen wir ja schon. Forschungs... Also, ACU-Nachladetempo. Wir müssen das hinmachen. Hier, ich glaube, das war's. ACU-Nachladetempo. Machen wir das mal. Und... Oh, kein Strom hat das Ding. Ach so. Dann mache ich nochmal... Oh, 40k. Warte mal, wie viel kostet ein neues Kraftwerk? Lass mal kurz schauen. Strom. 500.000. Oh, damn. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Okay, nehme ich an. Sie bitte darüber nach. Kann man... Ah, genau modifizieren, oder was? Krasse... Oh, krasse, Sachen, die man... Ach, hier Angriff. Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Öffnen Sie das Tor des Geheges und lassen Sie den... Damit er die Gäste angreifen kann? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ist ein Witz, oder? Die Asset Containment Unit ist Ihre erste Anlaufstelle, falls Sie einen wilden Dino betäuben müssen. Stromproduktion. Ja, ich weiß. Ich habe keinen Strom, aber ich muss gerade Geld sparen. Ich mach's gleich. Warte, was macht der jetzt? Warum greift jetzt meine... Hallo? Kann ich das wieder zumachen? Hallo? Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche... Betäube den Dinosaurier? Wie mache ich das? Hallo? Ich weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen. Da. Ah, okay. Wenn Sie ein Problem damit hier haben, wie wir für Aufgabe hinzufügen. Gerne darüber reden, Doktor. Ah, hier betäuben, schnell, komm, hopp. Im Moment haben wir zu tun. Jetzt hör auf, meine Gäste anzugreifen, du Affe. Macht ihr den jetzt weg? Bumst ihr den hoch? Bumst ihr den hoch vor allem, Digga? Ja, bumst ihn hoch vor allem. Macht euch jetzt tot! Ach so, ja, ich sehe es. Betäubten Sauer zu einem sicheren Gehege. Mach ich das auch? Ja. Ich kann einfach T drücken. Au. Jetzt einfach hier hin tun, oder? Einfach gespawnt, Digga. Pff, wer kennt ihn nicht? Okay, der holt ihn jetzt zurück. Okay, der ist tot. Tot betäubt, meinte ich eigentlich. Dann baue ich aber jetzt noch ein neues Kraftwerk hier. Damit ich Strom habe, weil ohne Strom ist nicht gut. Hier. Und so. Okay, und jetzt habe ich kein Geld mehr. Der wird einfach im Kopf gebunden, einfach erstickt oder was? Oh, Expeditionskarte. Nicht genug Geld. Okay, ja. Lebt er danach wieder oder? Ja. Nicer. Was? Ja. Sehen Sie, es war auch übel einfach. Let's go, einfach 1 Million bekommen nochmal. Was? Sturmabwehrstation? Okay, ich klatsche die einfach mal.
hier hin. Vielleicht bringt die gut was. Sturmschäden, was stand da? Sturmschäden an Gebäude großen Rates um 40%. Hä, das ist voll gut. Okay, bleibt da erstmal. Dann, genau. Hm? Was ich jetzt machen werde, Zäune. Einfach einen normalen Zaun. Von hier. Da durchziehen, aber... Kann der noch irgendwie da weg? Kann ich irgendwie weggehen ein bisschen? Hallo? Krankheit. Danke, Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. Fahrzeug lenken? Ich kann das fahren. Ich kann das fahren? Digga, was ist das für eine Straße, Alter? Yo, was ist das für eine Straße? Kann ich jetzt hier einfach... Hä, wie geil. Oh. Betäubungsgewehr. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um es zu retten. Treffer mit 10 Bit verabreicht. Okay, keine infizierten. Okay, dann fahre ich mal wieder zurück. Hä, voll cool. Dass man einfach Dinger selber fahren kann. Hey, wie geil ist das denn? Okay, ich kann keine Leute umfahren. Holy shit, war das close. Aber ich muss ja... Was ist das denn für ein Müll? Komm mal ein bisschen runter hier, Leute. Alter, was ist das denn? Es ist jetzt ein bisschen... Es ist immer noch schräg wie Scheiße, Alter. Ich nehme jetzt einen... Aber wie kann ich die da wegbewegen? Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Besucherschutzräumen. Gibt es hier, Gäste? Schutzraum. 250.000, holy shit. Dann baue ich den mal. Wenn dir das so wichtig ist. Dann mache ich hier einen Besucherschutzraum hin. Wie kriege ich denn die Dinos denn jetzt da weg? Ist die Frage. Warte, ich habe nicht. Ich betäube den einfach, weil ich habe jetzt die Möglichkeit zu betäuben. Dann. Ich spreche den einfach kurz aus. Und. Betäubt den Ton rüber. Ich glaube, das ist das Schlauste. Und zu den Bums. Kann ich den hier als Helikopter. Ich kann ihn auch fliegen. Abheben. Wenn Sie sich gut schlagen, stehe auch ich besser. Steigen und Steuerung absinken, okay. Drehen. Hä, wie cool ist das denn? Man kann fliegen in diesem Spiel. Okay, jetzt einfach. Ja, ja, easy, oder? Es geht jetzt einfach durch, oder? Nochmal? Okay. Fliegt jetzt eigentlich von allein wieder zurück. Einmal kurz das Transportteam. Hier rüber. Und was macht der jetzt? Ach, der fliegt einfach zurück. Hä, wie cool! Was ich jetzt, Leute, ich mache jetzt eine kleine Investition, Leute. Das hat einen Mehrwert. Nämlich ein Hammond-Entwicklungslabor. Und das mache ich. Kann ich das hier irgendwo hin machen? Nee, das ist viel zu wenig Platz, oder? Hier hin. Wo ist die Terrain-Beschränkung? Ja, perfekt. Dann mache ich nämlich hier einen kleinen Weg hin. Ja, perfekt. Dann alles ist so ein Scheißweg. Was ist das? So eine Achterbahn einfach. Niemand ist hier mal ein Weg, ist einfach eine Achterbahn. Perfekt. Und jetzt sind alle meine Dinos hier, oder? Meine zwei EDMs. Meine zwei Strutio. Und du. Ja. Perfekt. Jawohl, es funktioniert. Lässt es ja auch schon modifizieren. Oder... Oh. Belastbarkeit. Wieso nicht? Dann... Brüte ich den mal aus. Einfach genmodifizierten direkt. Okay. Aufträge hier. Neuer Auftrag. Hier zum Beispiel Unterhaltung. Nehmen Sie den Auftrag an.
Das wäre gut für uns beide. Was? Einfach free money? Wenn ein Dino reinläuft, das ist einfach free money. Ach genau, hier, das meinte ich. Hier. Mission Schaden. Gut. Mir geht es um die Show. Mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die ist auf der Welt kein Zweifel. Digga, einfach 75k for free bekommen. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Nee, du bist nicht attraktiv. Was ich damit sagen will. Aber magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Oh, let's go. Wie mächtig, Digga. Alter. Komm, lass raus. Schreinerunde, lass es raus. Holy moly. Wow, es geht los. Du bist in die Höhe geschossen, weshalb sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für ihre Arbeit auf Isla Matanzeros erhalten. Okay, bauen sie ein Fastfood-Restaurant und versorgen sie es mit Strom. 70.000. Kann ich es direkt hier hin tun? So nah wie möglich hier ran. So. Cool. Und ein Kleider. Forschung, Kleiderladung? Ach, das ist das Ding, ne? Muss ich kurz warten, bis ich ein bisschen Geld bekomme. Ah! Wir bekommen also einen Dracorex. Nice. Dann forschen wir mal einen Kleiderladen. Das sollte relativ schnell gehen. Kleiderlagen und Versorgung. Ach, Digga, jetzt muss ich einen Kleiderladen bauen. 120.000. Betriebsgebäude. Nee, Gäste. Hier. Ein Kleiderladen. Kann ich den hier hin klatschen irgendwo noch? Doch, safe hier. Digga, was bist du denn für ein fettes Teil, Alter? Ja, komm, ab dahin. Und der ist jetzt direkt mit Strom versorgt. Perfekt. Ungenutzter Strom 1 und ungenutzter Strom 35. Also, da ist alles gechillt noch. Okay. Bauen Sie eine Lebendbeutel-Futterstation. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Puh, einfach wieder Geld geschenkt bekommen. Genau hier. Das haben sie gut gemacht. Lebensdingsbums. 200.000. Ja, den klatsche ich hier hin. Einfach in eine Kuhle rein. Ich bin auch rapsbescheuert, oder? Oh Gott, da kommt eine Ziege raus. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das ganz jugendfrei ist. Eine Million schon wieder. Jawohl, ja. Nice. Geil, 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 geil. Wir gehen mal kurz zu unseren Finanzen. Was sagen die so aus? $93.000 pro Minute. Kann man sich geben. Ich würde sagen, dann werden wir auch den Dracorex ausbrüten. Und freilassen. Mal sehen, wie unser Park dann abgeht. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir den Dracorex ausbrüten. Und sonst würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein, Leute. Tschüss.